Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich darüber, warum es so wichtig ist, im Leben auch mal kaputt zu gehen, zu scheitern und zu zerbrechen. Let's go. Du denkst dir vielleicht, nein, ich möchte nicht zerbrechen und ich möchte auch nicht kaputt gehen und ich habe das absichtlich deswegen so, ja, ein bisschen plakativ formuliert, weil nicht du natürlich in deinem innersten Wesen kaputt gehen kannst, ja, weil... Wenn du mich jetzt schon länger hier auf YouTube verfolgst oder auch wenn nicht, ja, wenn du das erste Mal hier einschaltest, dann werde ich dir das jetzt zum ersten Mal sagen. Ansonsten für alle anderen, ja, ihr habt es schon ein paar Mal gehört von mir. Und zwar, Bewusstsein ist unsterblich. Bewusstsein ist Energie und Energie kann immer nur umgewandelt werden, transformiert werden, ja, kinetische Energie, thermische Energie und so weiter und so fort, aber kann nicht kaputt gemacht werden. Das bedeutet konkret, dein Bewusstsein kann sowieso nicht kaputt gehen, sondern nur deine Schale, die Facetten, die du dir mit der Zeit angewöhnt hast, antrainiert hast, die Masken, die du im Alltag trägst, ja, irgendwelche Ego-Geschichten, wo du einfach dachtest, damit kommst du durchs Leben und es hilft dir, diese und jene Situation zu meistern oder diese und jene Rolle auszufüllen. Und in einem gewissen Rahmen ist das natürlich auch nützlich, weil, ja, viele Menschen denken, ich bin jetzt authentisch, wenn ich einen Wutanfall habe. Nein, du hast dich einfach nur nicht unter Kontrolle, ja. Also Leute, die sagen, ich möchte ich sein und ihre Gefühle ungefiltert rauslassen 24/7, ja, also durchgehend in allen Situationen, die sind einfach, ja, undiszipliniert, haben 0,0 Selbstbeherrschung und sind auch, ja, beruflich gesehen dann unprofessionell, ja. Du musst immer auch gucken, wo machst du was, welche Maske trägst du natürlich wo, ja, das... Du kannst schlecht in einem Autohaus irgendwie den Kunden anschreien, weil deine Frau gerade dir eine WhatsApp geschickt hat, dass die Tochter gekotzt hat und du die abholen sollst, weil sie kann nicht, weil sie, keine Ahnung, ja, ist einkaufen oder so. Dann kannst du den Kunden nicht anschreien und sagen, ja, what the fuck, ich habe keinen Bock und ich habe jetzt auch keine Zeit und das ist jetzt nicht möglich. Und ja, da kann der Kunde auch nichts dafür. Da musst du dich dann kontrollieren. Ja, das meine ich also nicht. Aber im Laufe unseres Lebens brechen gewisse, ich sag es mal so, ich nenne es jetzt einfach mal Ego-Schalen, ja, Ego-Schalen brechen weg. Was meine ich damit? Du wirst, je älter du wirst, rückblickend betrachtet mehr und mehr Rollen und Facetten aufgebaut haben, eingenommen haben, wie gesagt, in einem gewissen Rahmen nützlich und auch sinnvoll, aber in manchen Situationen im Leben auch weniger hilfreich, ja sogar kontraproduktiv, nämlich in denen, wo es darum geht, dass du dein wahres Selbst zum Ausdruck bringst. Dein wahres Selbst in dem Sinne, dass du das ausdrückst, was in deinem tiefsten Innern ist und was sozusagen, ja, dein Purpose ist, dein Grund, warum du hier bist. Und ich glaube, jeder Mensch, ich bin davon überzeugt, jeder Mensch bekommt irgendwas mit vom Leben, von Gott, nenn es wie du willst, vom Universum, weswegen er, sie, hier ist auf dieser Erde und ja, einfach damit anderen eine Freude machen kann mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten. Ich zum Beispiel, ich kann nicht kochen, ja, also wenn ich jemanden jetzt was kochen möchte, dann wird es nichts mehr als Nudeln mit Soße und ein bisschen Parmesan drauf oder eigentlich viel Parmesan und ja, aber ich bin kein Meisterkoch. Und das ist auch nicht meine Gabe, selbst wenn du mich jetzt noch in 10 Kurse schicken würdest. Ich habe da auch null Interesse dran, gebe ich zu. Ich gehe gerne essen, ich lasse mich gern bekochen, aber ich koche nicht gerne, ja. Also das ist auch keine Gabe und es ist nichts, wozu ich mich irgendwie motivieren kann. Ich habe da einfach null Bock drauf, ja. Das war schon immer so und das ist einfach so ein Teil von mir, ja. Und ja, dafür habe ich andere Fähigkeiten und Gaben, ja. Ich denke, es kommt im Leben darauf an, dass egal wo man steht, dass man dort einfach das Beste gibt, was man hat. Also die Fähigkeiten und Gaben, die man hat, die man da zum Ausdruck bringt. Und manche Menschen würden jetzt vielleicht sagen, naja, in meinem Job ist das nicht möglich, weil das ist so monoton und alles so starr und festgelegt. Da ist kein Raum für Kreativität. Ja, mag sein, aber trotzdem kannst du mit einer positiven Arbeitseinstellung da reingehen, mit einer positiven Grundeinstellung auch zum Leben und vor allem mit einer guten Laune. Du kannst dafür sorgen, dass es deinen Kollegen gut geht. Du kannst versuchen, Dinge zu verbessern, Impulse reinfließen zu lassen. Ja, du kannst dich einfach irgendwo in dem Rahmen, wie es dort eben möglich ist, einbringen. Und ich denke oder ich bin davon überzeugt, dass das auch mit der Sinn von Arbeit ist. Ja, ich habe vor vielen Jahren mal so eine Nietzsche-Phase gehabt. Da stieß ich auf den Satz, wer nicht 2/3 des Tages hat, also des Tages für sich hat, ist ein Sklave. Und da dachte ich mir auch so, holla, ich will niemals als Sklave leben. Ich möchte niemals
einen Job machen, den ich hasse. Ich könnte das einfach nicht. Also ich könnte das einfach, ich könnte es wirklich nicht. Ich kann es nicht mal anders formulieren. Ja, ich könnte es nicht, mich da 8 Stunden irgendwo hinschleppen und den Job einfach abgrundtief hassen. Weil ich immer mich irgendwie einbringen möchte. Und natürlich habe ich in meinem Leben einige Jobs gemacht, auf die ich nicht Bock hatte, die ich einfach zwanghaft machen musste, ja, um mein Studium zu finanzieren und so weiter und so fort. Aber ich habe immer irgendwie versucht, das Beste draus zu machen, ja. Vielleicht habt ihr mal meine Stimme gehört. Ich habe früher so Telefonumfragen gemacht, da habe ich dann immer gesagt, guten Tag, mein Name ist Deborah Fleischmann vom Forschungsinstitut Forschungswerk Nürnberg. Wir führen gerade eine Umfrage zum Thema blablabla bla bla durch, ja. Und dann habe ich da Umfragen durchgeführt und wurde auch des Öfteren beschimpft oder es wurde aufgelegt. Und ich habe auch wirklich so absurde Umfragen teilweise gemacht zur Damenmode, zur Atelier Goldener Schnitt und so. Ja, also musst du dir mal reinziehen, so mit Anfang 20 irgendwelche Modesachen, von denen ich null Plan hatte. Und dann immer mussten die das dann immer auf so einer Skala bewerten von 1 bis 5. Und ich habe da teilweise wirklich sehr verklatschte Dialoge geführt. Aber es war rückblickend irgendwie witzig. Und ich habe auch oft dort einfach irgendwie so mein Ding gemacht. Oder ich habe halt nebenbei irgendwas gemacht, was mich dann selber irgendwie gepusht hat, womit ich mir die Zeit vertreiben konnte, wenn lange Zeit kein Anruf durchging. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, dass es unendlich wichtig ist, wenn man sich mental selber beschäftigen kann, weil man da nicht so abgelenkt wird oder ja, wenn man eben merkt, hey, die Gedanken gehen in eine Richtung, wo sie nicht sollten oder ich lasse mich leicht ablenken, leicht zerstreuen. Ich glaube, das war auch hilfreich, dieser Job, dass, ja, ich mich da einfach wieder zurückgefangen habe. Also ich bin natürlich mit den Gedanken mal abgeschweift, aber zack, war ein Anruf da, war ich wieder präsent. Weißt du? Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also, Sinn des Lebens ist es, sich auszudrücken. Ja, und wenn jemand jetzt sagt, also beruflich geht es bei mir wirklich null, null, null. Okay, Bruder. Oder wer auch immer, ja. Ja, aber privat geht das. Privat geht das. Und wenn du einfach nur ein Hobby machst, ist es egal. Aber irgendetwas, wo du dein ganzes Herzblut reinsteckst und wenn es deine Kinder sind, ja, deine ganze Liebe, deine ganze Leidenschaft in ein Projekt oder in Menschen, das, glaube ich, kann jeder Mensch irgendwie zustande bringen oder ein Ehrenamt belegen. Ja, irgendwie sowas dergleichen. Und wenn du das schaffst, wenn du dich da zum Ausdruck bringst, dann, denke ich, lebst du ein erfülltes Leben. Aber, und jetzt kommt der große Haken, im Leben läuft es halt nicht immer rund. Ja, dann triffst du auf Menschen, die dich enttäuschen oder Hindernisse tauchen auf, irgendwas geht schief, du wirst krank, jemand, den du liebst, wird krank. Ja, das sogenannte Schicksal, Dinge geschehen, die du nicht vorher ahnen konntest, ja, ungünstige Ereignisse. Und ich habe da mal einen Spruch gelesen, deswegen ist das auch der Titel dieser Podcast-Folge. Some things break your heart, but fix your vision. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass manche Dinge dir wirklich dein Herz zerreißen. Ja, dass Menschen auf deinen Gefühlen rumtrampeln oder dass du jemandem vertraust und das Vertrauen wird missbraucht oder irgendeine krasse Enttäuschung vom Leben oder ja, irgendwie sowas. Du kannst es dir denken. Vielleicht hast du auch schon mal diese Erfahrung gemacht. Und dann sitzt du dann daheim. Und entweder weinst du oder du bist einfach nur fertig und starrst vor dich hin und weißt nicht, wie dein Leben weitergehen soll. Und jetzt kommt eben der Trick. Wenn du eine Vision hast, wenn du etwas hast, wo du sagst, ey, und wenn die ganze Welt mich hasst, das ziehe ich durch, weil das mein Innerstes ist, weil das ist, was ich zum Ausdruck bringen möchte, dann musst du dich nicht motivieren. Du brauchst keine Motivationsgurus, die sagen, steh auf, du kannst das. Sondern du wirst von dieser Vision gezogen und die Vision flüstert dir zu. Ja, sie muss dich nicht mal anschreien und dich motivieren. Sie flüstert dir zu. Ganz leise. Ja, du musst die Ohren aufmachen, sonst hörst du sie nicht. Sie flüstert also. Wenn ich deinem Innersten entspreche, zu 100.000%, wie kann dich dann irgendetwas oder irgendjemand davon abhalten, weiterzumachen? Genau das flüstert die Vision. Und sie zieht dich in die Zukunft. Du musst dich nicht pushen, du wirst gezogen. Das ist wie ein Magnet. Du kannst nicht sagen, nö, ich gehe da nicht hin. Der Magnet zieht den anderen an. Bam, Plus zu Minus, Minus zu Plus, bam. Ja? Wenn es aber nicht deinem Innersten entspricht, dann ist es wie Minus, Minus oder Plus, Plus. Die stoßen sich ab. Ja? Du musst dich immer wieder zwingen, immer wieder motivieren. Und wenn du in dich reinhören würdest, würde vielleicht deine innere Stimme, deine Intuition dir sagen, das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ja, weil wenn das meiner Natur entspräche, dann müsste ich mich nicht dazu zwingen. Es würde von allein gehen, ja. Der Schwimmer sagt nicht, ach, jetzt muss ich schon wieder schwimmen. Das ist seine Natur zu schwimmen. Der Schreiber, der Autor, er schreibt,
Klar, die haben mal Blockaden und dies und das, aber trotzdem ist es die Natur, zu tippen oder den Stift in die Hand zu nehmen und zu schreiben. Das geht teilweise automatisch, weil es schon so in ihnen drin ist. Und deine Vision ist letztlich nur die Ausstülpung einer inneren Energie von dir, die du nach außen projizierst. Wenn es die echte Vision ist. Ja, wenn es so eine Fake-Vision ist, weil du irgendwas gesehen hast bei irgendwem, was funktioniert hat und denkst, das musst du jetzt auch machen, aber es entspricht gar nicht dir, dann klappt das natürlich nicht. Ja, weil das ein Erfolg muss ja nicht dein Erfolg sein, verstehst du? Was beim einen funktioniert, muss ja nicht deins sein. Aber es gibt doch so unendlich viele Nischen und Bereiche. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder Mensch in irgendeiner Tätigkeit, in irgendeinem Feld ein Genie ist. Aber er muss es zulassen und muss erst mal gucken, okay, was ist denn das, wo ich mich ausdrücken kann, ja? Und das merkst du oft erst dann, wenn du eben Rückschläge erleidest, wenn du Niederlagen einstecken musst. Weil diejenigen, deren Vision es nicht ist, die geben dann auf und sagen, naja, war doch sowieso nicht meins. Oder siehst du, ich habe dir ja gesagt, es funktioniert nicht. Oder naja, ich habe es mal ausprobiert, klappt halt nicht. Ja, weil die dann einfach das als Grund nehmen, um aufzugeben und zu sagen, na schau, so viele Hindernisse, dann klappt das nicht. Dann klappt das eben nicht. Nee, wenn das deine Vision ist, wenn es dein Traum ist, dann wirst du gezogen aus der Zukunft. Ja, du musst dich nicht motivieren und du futterst diese ganzen Niederlagen, wie ich hier gerade meine Cashew-Nüsse, ja, eins nach dem anderen landet in den Mund und du sagst, okay, alles klar, kaust es, schluckst es runter, weg ist die Niederlage. In meinem Fall jetzt weg ist Cashew-Nuss, ja. Voll geil übrigens. Shoutout an, wie heißt die Marke? Seeberger. Ich liebe Cashew-Kerne. Ja, also, verstehst du, was ich meine? Es geht drum, dass Niederlagen dich, wenn es deine Vision ist, wenn es wirklich deinem Innersten entspricht, dich nicht aufhalten können. Ja, wie gesagt, manche Dinge brechen dir dein Herz. Hindernisse, Niederlagen, Scheitern, Krankheit, Tod, Verlust, Angst, Enttäuschung, Schmerzen. Ja, all das gehört zum menschlichen Leben. Das ist korrekt. Aber wenn etwas deiner Vision entspricht, ja, deinem Innersten, dann wird all das dich niemals, niemals, niemals davon abhalten, das weiterzumachen. Genauso wie eine liebende Mutter niemand, keine Staatsgewalt der Welt davon abhalten könnte, ihr Kind zu lieben. Verstehst du? Weil das ihrer Natur entspricht. Eine liebende Mutter liebt ihr Kind, egal was passiert, egal wer da kommt, egal was um sie herum geschieht, wie es ihr selber geht. Eine Mutter, die liebt und zwar bedingungslos. Ja, deswegen ist die Mutter-Kind-Liebe eine der stärksten Energien überhaupt im Leben, weil da nichts dazwischen kommt. Kein Blatt Papier, nothing, nichts. Und genau so muss es zwischen dir und deiner Vision sein. Vision ist vielleicht das Wort, was manche ein bisschen negativ triggert. Du kannst es auch einfach Projekt nennen oder Plan, Traum, Idee, ja? Und natürlich muss man Dinge erstmal probieren, weil, das ist auch so ein Clou, die Niederlagen und die Hindernisse, die kommen ja erst, wenn du größer wirst, wenn du, ja, weiter vorangeschritten bist auf dem Weg. Ja, stell dir jemand vor, der wandert, ja, die ersten 10 Meter wird er noch nicht sagen, oh, mir tun die Beine weh oder oh, die Luft ist so dünn. Das geschieht erst nach einer Stunde, wenn er weiter oben ist, verstehst du? Drum musst du auch erstmal an etwas dranbleiben, um dann rauszufinden, hey, entspricht das wirklich meinem Innersten? Ja, weil dann gehe ich den Berg weiter, egal wie dünn die Luft noch wird und egal wie sehr mir die Beine wehtun. Schau mal, Nikola Tesla, dieser berühmte Erfinder, er ist einer meiner größten Vorbilder. Er war Physiker und Elektroingenieur aus Kroatien stammend, in New York gestorben. Und er hat sich eben mit elektrischer Energietechnik, allgemein Energie und den Zwei-Phasen-Wechselstrom beschäftigt. Und er hatte auch mal einen richtig krassen einen richtig krassen Rückschlag, sagen wir einfach mal so. Und zwar ist am 13. März 1895 in seinem Labor ein Brand ausgebrochen und all seine Geräte, all seine Unterlagen und all seine Aufzeichnungen wurden dabei vernichtet. Und dieser Brand wurde durch eine Heizungsfirma ausgelöst, die eben im selben Gebäude im Erdgeschoss untergebracht war. Und daraufhin war er sehr depressiv, weil, du kannst es dir denken, ja, es gab noch keine Clouds, nichts. Also alles, was er hatte, war nicht irgendwie digital noch wo gespeichert. Alles war weg. Alles, was er aufgeschrieben hat, alles, was er sich notiert hat, seine ganze Arbeit war weg.
Natürlich konnte er sich im selben Jahr, weil er eben an seine Vision glaubte, ein neues Labor einrichten, aber wie gesagt, er war dann depressiv und er war auch nicht mehr so ganz gut bei Kasse. Ja. Trotzdem hat er nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben, weil es seiner Vision entsprach, weiter zu forschen. 1896 hat er sich dann mit den damals neu entdeckten Röntgenstrahlungen beschäftigt und im folgenden Jahr auch wieder sich intensiv mit Ideen von drahtloser Energie und Nachrichtenübertragung auseinandergesetzt. Und der Typ war einfach in seinem Flow, er war in seinem Modus. Obwohl ein Brand alles kaputt gemacht hat, was er vorher sich erarbeitet hat, hat er nicht aufgegeben. Klar hat er menschlich reagiert, ja, er war frustriert, er war depressiv, er war enttäuscht vom Leben. Aber er hat sich nicht hängen lassen. Er hätte ja auch sagen können, ach scheiß drauf, jetzt mache ich was ganz anderes. Oder ich lasse es einfach, ich chill jetzt mein Leben. Nein. Klar hat er diese Depression empfunden und diesen Schmerz des Verlusts. Ja, seine ganze Arbeit war einfach weg mit so einem Brand. Also zumindest das, was er da in dem Labor liegen hatte, ja. Aber er war so mit seiner Vision connected, dass er diese Depression überwunden hat, den Schmerz überwunden hat und weitergeforscht und weitergemacht hat. Dieser Mann ist einfach brillant und der hat eigentlich auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Einfach auch für sein Durchhaltevermögen, für seine Willensstärke und für seinen Fokus. Also dieser Typ war extrem fokussiert. Der hat sich eigentlich nicht abbringen lassen, nicht ablenken lassen. Er hatte diese Vision und hielt dran fest. Sogar so ein krasser Brand konnte ihn nicht davon abhalten, weiterzudenken, weiterzuforschen und einfach seinen Weg zu gehen. Ja, natürlich hat ihm das Herz gebrochen, aber es hat ihn nochmal in dem bestärkt, was er wirklich möchte. Und manchmal brauchen wir Krisen im Leben, um uns wieder auf das zurückzubesinnen. So rum. Ich habe, glaube ich, zu viele Nüsse gegessen. Irgendwie, ich rede so komisch. Whatever. Ja. Manchmal brauchen wir einfach diese Krisen, damit wir checken, okay, worauf kommt es denn an im Leben? Was ist denn das Wesentliche? Ich habe gar keine Zeit für diese ganzen Dramen um mich rum. Was ist der Kern meiner Existenz? Ja. Und das kriege ich dann raus, indem ich eben diese Ego-Schalen, die ich eingangs erwähnt hatte, aufbrechen lasse. Vom Leben. Einfach durch Rückschläge, durch Niederlagen, durch Scheitern, durch Verluste, durch Schmerzen, durch Depression. Durch Dinge, die mich richtig verletzen, die mich fertig machen, die mich runterziehen, die mich beuteln, die mich wirklich an mein Limit bringen, körperlich und mental. Und dann aber zu sagen, okay, das und das ist meine Vision, weil obwohl alles so ist, wie es ist, mache ich das und das oder konzentriere mich auf das und das und ziehe das und das weiter durch. Daher weiß ich ja, was mir wirklich wichtig ist, gerade weil ich all diese Schmerzen durchgangen bin, durchlaufen bin, durchlebt habe. Ja? Und deswegen Hindernisse, Krisen, Scheitern, Rückschläge, all das im Leben. Natürlich, unser menschliches Ego interpretiert das erstmal als negativ, weil es will keine Schmerzen, es will keine unangenehmen, unbequemen Situationen. Aber die Dinge, die dir dein Herz brechen, sind gleichzeitig die, die deine Vision fixen. Weil du dann weißt, okay, Moment mal, meine Vision, mein Plan, mein Projekt, meine Idee ist jetzt gestärkt, gerade weil gerade so viel kaputt gegangen ist, gerade weil meine Ego-Schalen zerplatzt sind, weil da so viel aufgebrochen wurde vom Leben, weil jetzt das übrig ist, was eben unkaputtbar ist. Und das ist diese Energie, das ist dieses unsterbliche Bewusstsein, was hier auf der Welt ist, eben in diesem Menschenkörper, um eine menschliche Erfahrung zu machen und sich zum Ausdruck zu bringen, anderen zu dienen mit den Gaben und mit den Fähigkeiten, die man hat. Und ich möchte, wie gesagt, nochmal betonen, jeder Mensch hat das. Jeder Mensch hat Gaben, jeder Mensch hat Fähigkeiten. Und die gilt es auszudrücken. Es ist der Sinn des Lebens, Freude zu verbreiten, Trost zu spenden. Jeder auf seine Art und Weise in seinem Gebiet. Ja, der eine schreibt ein Gedicht, der andere repariert die Heizung. Alles ist nützlich auf seine Art. Verstehst du? Es gibt kein besser und schlechter. Aber es geht darum, dass wir andere Menschen mit dem, was wir im tiefsten Innern sind, bereichern. Und glaub mir, das macht dich glücklicher. Und dann guckst du auch nicht mehr so auf deinen Kontostand, weil du das sogar machen würdest, wenn du nichts dafür bekommen würdest, verstehst du? Weil du so erfüllt bist, so voller Liebe und voller Enthusiasmus, das kann dir keiner mehr wegnehmen. Verstehst du? Und witzigerweise, Abundance und all das kommt automatisch, wenn wir Freude empfinden. Weil nur die Menschen können ausgezeichnete, hervorragende, exzellente Arbeit leisten, die wirklich mit voller Sache dabei sind. Ja? Und
Ich möchte auch nochmal betonen, das bezieht sich eben auch auf Hobbys, auf Kindererziehung, auf Projekte jeder Art. Ja, das muss ja nicht unbedingt dein Job sein. Aber ich bin mir sicher, du hast schon mal die Erfahrung gemacht, da, wo du 100% involviert warst, auch emotional, wo es dir nicht egal war, was bei rauskommt, sondern wo du wirklich auch gedanklich immer wieder beschäftigt warst und es optimieren wolltest, da bist du extrem gut. Und das machst du weiter. Ja, egal was passiert. Und klar, manchmal hat man vielleicht mehrere Projekte am Laufen und dann, wenn aber die Hindernisse kommen oder irgendwas im Leben passiert und du merkst vielleicht, oh, ich habe nicht mehr die Zeit für alles, für irgendwas muss ich mich entscheiden, dann weißt du, okay, wieder eine Ego-Schale ist zerplatzt, ja, dein Bewusstseinsküken ist am Schlüpfen. Hör dir dazu auch gerne meine Naskiturus-Mindset-Folge an. Ja, es geht darum, dass dein Innerstes nach außen möchte und es klappt manchmal erst, wenn das Leben gewaltsam, ja, von außen auf dich einprügelt, ja, aber dazu muss dein Inneres auch bereit sein. Wenn es zu früh losprügelt, dann gehst du komplett kaputt, ja, das ist ja wie beim Küken, es kann ja nur schlüpfen, wenn es von innen pickt, gleichzeitig von außen diese Kraft einwirkt, ja, gegenseitiges Hacken, Naskiturus-Mindset, hör dir das unbedingt an, ja, aber wenn nur von innen gepickt wird und die Energie von außen nicht passt, sprich, ja, der Zeitpunkt ungünstig ist oder die Umstände nicht so passen, ja, entsprechend deiner Energie, ja, die Energie innen muss immer größer sein als die Umstände, ja, dann klappt das nicht. Oder eben, wenn die Gewalt von außen eindringt und innen ist noch gar nichts, ja, wenn jetzt jemand einfach das Ei aufmacht und dem Küken helfen will, ja, dann stirbt das Küken. Das ist ja wie, wenn du versuchst, einer Raupe zu helfen, sich zu entpuppen, damit es ein Schmetterling wird. Nee, wenn du da irgendwas dran rumfuscht, dann stirbt die Raupe, da wird kein Schmetterling draus. Ja, es braucht ein bestimmtes Timing und das ist ja das Geile dran, das Leben weiß immer das beste Timing. Du kannst es als Mensch gar nicht so perfekt planen, wie das Leben, wie Gott, das Universum, wie auch immer du das nennen möchtest, letztlich meistert. Ja? Drum vertrau dem Leben. Das ist eigentlich so mein Grundmindset, auch vertrau dem Leben. Egal wie dein Leben gerade aussieht, alles ist immer perfekt so, wie es ist, weil alles dazu dient, dass du deinem innersten Kern, diesem Bewusstsein, näher kommst und dass du mit der Zeit immer mehr diese Ego-Schalen abblättern lässt. Ja, dass das langsam zerplatzt und du schlüpfen darfst. Ja, wie so ein Küken kommt dein Innerstes raus und das muss auch keine Angst haben. Ja, das empfindet keine Angst, weil es eben unkaputtbar ist, weil Bewusstsein unsterblich ist. Ja, und du einfach nur da dein Bestes geben kannst, wo du wirklich zu 100% committed bist. Ja, alles andere braucht immer Motivation und du musst dich antreiben und ja, es ist so schwerfällig, aber das, wo du Meisterschaft drin erlangen kannst, das geschieht mühelos. Warum? Weil es eben deinem Innersten entspricht. Deswegen sei also dankbar für Niederlagen, für Verluste, für Enttäuschungen, für Krisen, für Rückschläge. Weil sie, klar, dein Herz brechen, aber deine Vision, dein Projekt, deine Idee stärken. Ja? Some things break your heart, but fix your vision. Nikola Tesla hat das vorgelebt, so wie viele, viele andere großartige Persönlichkeiten auch. Warum sollte das nicht für dich gelten? Verstehst du? Drum? Immer dankbar bleiben, egal was passiert, du näherst dich einfach nur deinem innersten Kern weiter an und dann lernst du, hey, das und das ist mir wirklich wichtig im Leben, dafür stehe ich ein, egal wie die Umstände sind. Warum? Weil das meiner Natur entspricht. In diesem Sinne also wünsche ich dir viel Erfolg beim, ja, Loswerden deiner Ego-Schalen. Auch wenn es weh tut, glaub mir, dieser Schmerz ist nur ein Wachstumsschmerz. Alles, was mit Wachstum zu tun hat, ist mit Schmerzen verbunden. Mentale Wachstumsschmerzen, ähnlich wie körperliche in der Kindheit und Jugend. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen. Glaub immer an dich. Keep it in the villa.